den Aufwand bei der rechtlichen Bereitstellung von E-Verleistungen weiter zu reduzieren, hat der IT-Planungsrat 2020 das Konzept des FitStore beschlossen. Grundgedanke des FitStore ist die Nachnutzung von E-Verleistungen über jeweils bilaterale Verträge mit einer zentralen Stelle abzuwickeln. Dabei ist ein hohes Maß an Standardisierung durch allgemeine Geschäftsbedingungen und Vertragsmuster möglich. Die zentrale Stelle ist die föderale IT-Kooperation. Da sowohl Bund als auch alle Länder Träger der sogenannten FITCO sind, können diese Verträge ohne Ausschreibung geschlossen werden. Auf Basis eines standardisierten Vertrags mit der FITCO können Bund und Länder die von ihnen entwickelten Online-Lösungen in den FITStore einstellen. Länder, die an der Nachnutzung einer im FITStore verfügbaren Leistung interessiert sind, können diese dann ebenfalls auf Basis eines standardisierten Vertrags mit der FITCO nachnutzen. Die Bereitstellung erfolgt als Software as a Service. Der Online-Dienst wird also als Dienstleistung angeboten. Die jeweiligen Verträge regeln dabei neben der reinen Bereitstellung des Dienstes auch weitere Aktivitäten wie zum Beispiel Anpassungs- und Weiterentwicklungsleistungen. Wie bei der Nutzung des Verwaltungsabkommens entsteht auch beim FITStore eine zusätzliche Komplexität, wenn Leistungen von Kommunen vollzogen werden. Da sie keine Träger der FITCO sind, können Kommunen weder direkt Leistungen in den FITStore einstellen, noch diese direkt aus dem FITStore abrufen. Stattdessen müssen Einstellung und Abruf von Leistungen aus dem FITStore wie beim Verwaltungsabkommen über die Länder erfolgen. Dabei ist zu beachten, dass die Weitergabe der Leistungen von Ländern an ihre Kommunen aus Vergaberechtsgründen ohne weiteres nur entgeltfrei erfolgen kann. Sollen die Kosten zwischen Land und Kommunen aufgeteilt werden, so muss hierfür im jeweiligen Land eine geeignete Regelung gefunden werden.